Willkommen zum aktuellen IG Market Update. Der deutsche Aktienmarkt zollt schwachen Einkaufsmanagern aus dem Euroraum seinen Tribut und fällt am Vormittag unter die Marke von 9.700 Zählern. Während der von HSBC ermittelte chinesische Industrie-Einkaufsmanager-Index für September auf 50,5 Punkte ansteigt, fallen die Zahlen für die Europäische Währungsunion wesentlich durchwachsener aus. Die Einkaufsmanager für den Industrie- und Service-Sektor Frankreichs wissen im besagten Zeitraum wieder mal nicht zu überzeugen und verharren nach wie vor unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die deutschen Pendants behaupten zwar die 50 Punkte, liegen aber im Service-Segment hinter den Erwartungen. Selbiges gilt für den für die gesamte Eurozone erhobenen Service-Einkaufsmanager. Für die Industriebranche entspricht dagegen der Wert von 50,5 Punkten dem zuvor gestellten Konsens. Der Market-Einkaufsmanager-Index für die gesamte Privatwirtschaft im Euroraum notiert jedoch auf dem geringsten Niveau seit nunmehr 9 Monaten. Der deutsche Leitindex quittiert die schwachen Daten mit einem Rücksetzer. Nach dem am freitaglichen Hexensabbat erreichten Hoch von knapp 9.900 Zählern befindet sich das Börsenbarometer weiterhin im Konsolidierungsmodus. Zur Stunde notiert der DAX bei 9.670 Punkten 0,8% schwächer. Der Euro kann derweil um 0,3% auf momentan 1,2881 US-Dollar zulegen. Die zuletzt stark unter Druck geratenen Goldunzen präsentieren bei aktuell 1.225 US-Dollar ein Plus von 0,8%.